Yo Freunde, was geht ab? Wir haben auf der Trendseite bemerkt, es gibt einen ganz neuen Reisentrend in Deutschland, in YouTube Deutschland, und wir sind auf die Klicks aus, deswegen machen wir das natürlich heute auch mal, oder Herr Rodes? Ist wirklich so. Geil, los geht's. Hi, na, würdet ihr für 200 Euro einen Barsch anfassen? Ja. Das sind 5 Euro. Ich lass mich verarschen. Das fühlt sich irgendwie noch nicht so gut an. Irgendwie fühlt es sich nicht so sexuell an. Wir machen es vielleicht. Würdet ihr für 200 Euro... Ich würde deinen Barsch auch für 2 Euro anfassen. Ja? Und würdet ihr den Arsch von dem Barsch anfassen? Ja. Für 200? Nice! Also, Gewissensfrage. Es geht um 5 Euro. Würdet ihr für 5 Euro jetzt hier auf einer Matratze ein Krokodil-Nilpferd mit Regelblut einer Jungfrau, auf einer Matratze, die gen Himmel steigt, einen Nacktmull entführend auf den Bauch, Entschuldigung, wir drehen hier gerade, auf den Bauch fäkalierend, gen Mekka gerichtet, auf den Bauch einreiben, tun? Jo. Würdest du es machen? Jo. Ja, ich denke euch auch. Du wärst dabei? Ich glaube, ich würde es nicht machen. Why you fucking lying? Why you always lying? Du wirst nicht machen. 5 Euro? Das müssen halt alle dabei sein, ne? Da geht die Matratze nicht mehr hoch. Oh! Du kriegst doch 1 Euro davon. Fällt auf? Ja. Also das ist echt interessant, wie gering das Gewissen heutiger Jugendlicher ist, dass sie sowas machen würden. Ja, aber guck mal, das Ding ist, das würde eh nicht passieren. Hey, was du laberst? 5 Euro. Okay. Würdest du für 5 Euro einmal so richtig Schwanzen in die Hansen nehmen? Nein. Nein, okay. Okay. Würdest du für 50 Euro, ja, ich habe so einen Freund, der Schrotran, der kommt aus Albanien, 50 Euro, würdest du da mit dem Schrotran im Sexualakt ein Kaninchen opfern? Nein. Auch nicht. Komisch. Okay. Was sollen wir denn machen? So, ich stelle euch jetzt einfach eine Frage. Es ist ja inzwischen auf YouTube so, dass auf der Titelseite, die ist so gemacht, dass für die Kleinkinder keine pornografischen Inhalte mehr zur Verfügung gestellt werden, auch nicht in den Thumbnails. Deshalb wollte ich fragen, würdet ihr für 5 Euro einfach mal Wagotze sagen? Das Mikrofon musst du aber noch hinhalten. Dann. Ja, warum denn? Auch für 5 Euro? Nee. Hört mal, wie gut sich das anhört. Nein, ist doch egal. Aber sonst geht's noch. Okay. So, das war's, Kinder. Ich weiß, ihr seid alle 13 auf der Trendseite und ihr habt noch keinen Zugang zu Pornhub und Co. Aber mit diesem Video hier habt ihr jetzt was zum Masturbieren. Viel Spaß damit. In diesem Sinne, abonnieren, 5 Sterne und favorisieren. Ganz wichtig. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Riech mal dran. Riech mal.